Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Markus an. Dieser hat über den Amazon Insight Report geschrieben, welchen er mit 4,3 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Der Amazon Insight Report ist ein digitales Infoprodukt in Form eines Videokurses, wo Michael Gluska zeigt, wie man mit Nischenmarketing und Amazon zusammen Geld verdient. Die Themen FBA und Nischenseiten für Amazon sind momentan sehr angesagt, da man dort einen einfachen Einstieg bekommt, um im Internet Geld zu verdienen, mit einem Aufwand, der sich im Rahmen hält. Zum besseren Verständnis sollte zunächst der Begriff Nischenseite erklärt werden, damit jeder folgen kann. Eine Nischenseite ist wie jede andere Internetseite, nur dass sie sich einem ganz bestimmten Thema widmet. Der Aufbau einer solchen Seite ist meistens sehr simpel und einfach, das heißt keine aufwendigen Grafiken oder ähnliches, da es lediglich Mittel zum Zweck ist. Eine Nischenseite soll von jemandem gefunden werden, der einen speziellen Suchbegriff eingegeben hat und auf der Seite soll er dann die Lösung finden. Mit Amazon kann man dieses Konzept hervorragend verbinden, da man unzählige Nischenseiten erstellen kann, die sich einer bestimmten Produktsparte hingeben. Das könnten zum Beispiel elektrische Rasierer sein, daraufhin baut man eine Nischenseite, die Produkttests und Preisvergleiche beinhaltet. Wenn nun einer dort das Produkt findet und den Link verwendet, den man in der Nischenseite eingebettet hat, so bekommt man eine Provision von Amazon, da über den persönlichen Link gekauft wurde. Diese Provisionen liegen meistens um die 10%-Marke oder etwas darunter. Das mag im ersten Moment nicht sehr viel erscheinen, vor allem wenn es sich um Artikel handelt, die ohnehin nicht teuer sind, aber hier macht es definitiv die Masse. Die meisten Leute kennen mittlerweile Amazon und es herrscht eine enorme Kaufrate. Wenn man als Besucher einer Nischenseite sieht, dass die Produkte direkt verlinkt sind zu Amazon, ist die Chance groß, dass sie ohne weiter zu checken einfach zugreifen. Damit sich solche Nischenseiten erstellen kann und was man alles bei Amazon machen muss, gibt es eben solche Infoprodukte wie den Amazon Insight Report von Michael Gluska. Aufgeteilt ist der Kurs in 11 Schritte oder Lektionen. Eine Lektion ist ein Video und wird teilweise durch Texte ergänzt. Damit man sich besser vorstellen kann, worum es geht, folgen ein paar Worte zu den einzelnen Schritten. So kann man besser für sich entscheiden, ob das Produkt für einen selbst in Frage kommt oder nicht. Damit man Nischenseiten erstellen kann, braucht man zunächst einmal Kreativität. Im ersten Schritt geht es daher um Ideenfindung und es kommen ein paar Anstöße seitens Gluska. Im zweiten und dritten Schritt wird es technisch. Dort wird es das Webhosting erklärt und gezeigt, wie man eine Domain sucht. Anschließend wird auch gezeigt, wie man selbst Webhosting betreibt und wie man eine Domain bestellt. Welche Anbieter gibt es? Was muss man beachten? Schritt 4 beinhaltet das Thema WordPress und wie man das Plugin und die Themes korrekt installiert. WordPress ist ein bekanntes Tool, welches man verwendet, um Webseiten zu erstellen. Wenn man Nischenseiten betreiben will, kommt man mit WordPress kaum vorbei, daher ist es sehr wichtiger Bestandteil des Kurses, der ausführlich beleuchtet wird. Ebenso wichtig ist auch die Anmeldung bei Amazon, was im fünften Schritt erläutert wird. Im sechsten Schritt ist man schon fest auf der Zielgeraden, denn hier geht es um die Einrichtung der Partnershops bei Amazon. Hier muss man hervorheben, dass Michael Gluska es sich nicht nehmen lassen hat, in dem Kurs für jeden zwei komplett fertige Shops einzubauen. Man kann sich diese herunterladen und man muss dann nur noch die Produkte einpflegen, Texte verfassen und. Die Shops sind bereits automatisch mit dem Partnerprogramm von Amazon verlinkt, sodass man sich darum auch nicht kümmern muss. Im siebten Schritt geht es um das Plugin Procosite, welches ein Helferlein ist, um Amazon und eBay Affiliate-Seiten zu generieren. Lektion 8 und 9 beschäftigen sich mit weiteren Plugins und Themes für den Shop. Im zehnten Schritt wird es wieder besonders interessant, denn dort gibt Gluska einige wertvolle Tipps zum Thema Content. Mit welchem Inhalt sollte man seinen Amazon-Partnershop füllen, was gibt es zu beachten und wie mache ich hochwertigen Inhalt, der schnell gefunden wird. Nun fehlt nur noch eins, Traffic. Der Shop muss Besucherströme anlocken, damit dementsprechend auch verkauft werden kann und Geld umgesetzt werden kann. Darum geht es im letzten Kapitel, denn es gibt einige sinnvolle Methoden, die man verwendet, um Besucher auf bestimmte Seiten zu leiten. Den Bonusinhalt muss man an dieser Stelle noch hervorheben, denn man bekommt eine Lizenz für eine E-Mail-Marketing-Software, die man so auf dem Markt nicht mehr bekommen kann. Es handelt sich dabei um ein Plugin für WordPress namens Hybrid Connect. Damit kann man effektives E-Mail-Marketing betreiben und im Gedächtnis der Leute bleiben. Für 97 Euro bekommt man hier einen sehr umfangreichen Kurs, der die wichtigsten Themen abdeckt. Wenn man sorgfältig dabei bleibt, ist man danach imstande, selbst loszulegen. Das Thema Amazon scheint momentan wirklich total im Trend zu sein, daher hatte ich Interesse am Kurs. Vom Inhalt, von der Qualität wurde ich nicht enttäuscht. Es wird einem wirklich viel geboten, denn man bekommt zwei komplett fertige Partnershops an die Hand, mit denen man fast unmittelbar durchstarten kann. Voraussetzung ist wie bei allen Kursen dieser Art, dass man auch selbst tätig wird.
Man muss sich von Gedanken verabschieden, dass eine solche Art des Geldverdienen nur etwas für andere ist und man muss Bequemlichkeit aufgeben. Ein solches Nebeneinkommen kann wirklich jeder umsetzen und das auch noch neben einer Vollzeittätigkeit. Vielleicht braucht man dann etwas länger, um das System in Rollen zu bringen, aber es ist möglich. Wie viel man letztlich damit verdient, hängt natürlich davon ab, ob die Ader der Zeit trifft und die richtigen Produkte anbietet und wie viel Arbeit man in den Teil der Traffic-Erzeugung investiert. An sich kann aus einem Nebeneinkommen auch schnell die Haupteinnahmequelle werden. Ich würde den Kurs jedem empfehlen und immer wieder kaufen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.